Ja, Fakt ist, die Bandits sind aufgestiegen und wie es jetzt weitergeht, das besprechen wir mit Steve Alexander vom American Football Verband Baden-Württemberg, Vizepräsident Sport. Guten Abend. Guten Abend. Ja, also jetzt sehen wir das, dass die Mannheimer planen können für die nächste Saison als Aufsteiger, aber wie wird sie denn aussehen, die kommende Saison? Ja, also wir haben ja nicht umsonst die Vereine darum gebeten, nicht aufzusteigen, weil ja nicht in allen Ligen gespielt wurde und damit uns die Anzahl der Vereine in den Ligen dadurch kräftig durcheinander gewürfelt wird. Das heißt also, wir werden nächstes Jahr eine Landesliga haben, die statt 7 Vereinen nur 6 Vereine umfasst. Das heißt, es gibt für die eine kürzere Saison. Das stellt uns vor kleinere Probleme. Das größere Problem wird die Oberliga sein, die ja jetzt dann aus 8 Mannschaften besteht. Sodass wir jetzt auch besprochen haben, dass wir die Oberliga teilen werden in eine Nord- und eine Südgruppe, damit die Spiele in einem Rahmen bleiben. Das heißt also, im Norden werden halt die 4 Teams gegeneinander spielen mit Hin- und Rückspiel. Das heißt, da haben wir 6 Spiele und dann halt noch 4 Spiele gegen die verbleibenden Teams im Süden. Mhm. Wobei da das Heimrecht ausgelost wird, wer da Heimrecht hat. Jetzt kommt man aber auch schon bei Ihnen raushören, dass Sie das jetzt auch nicht so ganz gut fanden, dass jetzt Mannheim aufgestiegen ist. Von anderen Vereinen haben wir das ja auch in deutlicheren Worten gehört. Also können Sie das nachvollziehen, die Kritik? Nee, ich kann die Kritik nicht nachvollziehen, weil es hätte jeder spielen können. Wir haben ein Hygienekonzept aufgestellt, das von der Politik auch abgesegnet wurde. Die ganzen Experten sind der Meinung gewesen und sind immer noch der Meinung, dass man spielen kann. Deswegen gibt es die Corona-Verordnung Sport, die uns das erlaubt. Und das wird ja auch in anderen Sportarten quasi dankend wahrgenommen. Beim Football war man da anderer Meinung, dann muss man halt auch mit den Konsequenzen leben. Man hat das Recht aufzusteigen, wir haben die Pflicht abzusteigen, haben wir ausgesetzt, das können wir als Verband tun. Das Recht aufzusteigen können wir niemandem nehmen, wir konnten halt nur drum bitten. Jetzt hat der Corona aber auch Ihren Spielplan und viele Ansetzungen ziemlich durcheinander gerüttelt. Wie würden Sie jetzt ein Fazit ziehen dieser Corona-Saison? Ja, wir hatten ja 2 Cuts, wenn man das so sieht. Also ganz am Anfang haben wir die Ligen gefragt, ob sie spielen möchten. Und damit war es eine Mehrheitsentscheidung. Da hat schon die Mehrheit der Oberliga und die Mehrheit der Kreisliga damals gesagt, sie möchten gar nicht spielen. Da blieb dann noch die Bezirksliga, die Landesliga und die Regionalliga übrig, die eigentlich mehrheitlich gesagt haben, wir wollen spielen. Und dann kam quasi der Spielbetrieb in die Nähe und dann kam der 2. Cut, wo dann doch verschiedene Vereine, nachdem der Spielplan quasi schon stand, gesagt haben, nee, wir spielen doch nicht. Sodass dann aus 4 Vereinen in der Landesliga nur noch 2 übrig geblieben sind. Die Bezirksliga ist bei 4 Vereinen geblieben, wobei die jetzt auch nicht fertig gespielt haben, sondern vom letzten Spieltag quasi das Ganze abgebrochen haben, sodass es da auch keinen Meister geben wird. Und in der Regionalliga sind von 4 Teams oder von 5 Teams, die wir eigentlich am Anfang sogar hatten, haben noch welche abgesagt, sodass da auch nur 2 Teams übrig geblieben sind. Sie konnten die Saison irgendwie zu Ende führen. Ne? Also das ist natürlich für den Sport besonders schwierig. Hoffentlich dann im nächsten Jahr Corona-frei und mit neuem frischen Wind. Vielen Dank, Herr Alexander. Wir machen eine kurze Pause, melden uns dann auch gleich wieder zurück.